So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Hilfevideo zu GTA 5. Und zwar geht es um das Problem, dass man GTA 5 nicht starten kann. Mich haben viele Anfragen getroffen und selbst mein Bruder ist davon betroffen. Und zwar geht es, hier steht es nochmal, Sonderbuchzeichen oder andere Buchstaben verwenden führt zu Probleme. Also ihr müsst quasi, wenn ihr euch anmeldet, mal bei meinem Bruder ist so, er meldet sich an, sein Account heißt Jörg, weil er Jörg heißt. Und das geht nicht, weil da ein Ö drin ist. Und wenn ihr andere Sonderzeichen drin habt, funktioniert es auch nicht. Und einfach umbenennen funktioniert auch nicht. Ihr müsst also quasi einen neuen Account in Windows anlegen. Dann könnt ihr es ganz normal installieren und starten. Darf dürfen, wie gesagt, keine Sonderzeichen drin sein, nur A bis Z und Zahlen von 0 bis 9. Weil einfach die amerikanischen im Prinzip schon A, E, I, U schon als Sonderzeichen werten. Funktioniert das bei vielen eben nicht. Ein Patch wird schon dran gearbeitet. Einfachste Möglichkeit ist einfach, wie gesagt, einen zweiten Account anzulegen ohne Sonderzeichen. Dann könnt ihr es ganz normal starten und zocken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch geholfen hat. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.